Moin zusammen, wir sind in der großen Vierertruppe unterwegs und versuchen es immer noch mit dem Challenge-Mode. Die letzten paar Durchgänge waren... Jetzt habe ich ein gutes Gefühl, jetzt schaffen wir es. Hoffentlich. Ich hoffe, wir kriegen mal einen Deochen oder so. Oder selbst wenn es ein Revy ist, der uns alle killt. Scheißegal, Hauptsache wir wissen es. Oder ein ich Phantom. Sag, es ist jetzt... Nein, ich sage, es ist jetzt ein Jurel. Wie willst du den feststellen, wenn er nicht im Bad ist? Das ist mir egal, ich sag, das ist ein Jurel. Ja, oder stell dir vor, wir haben so einen scheiß Gorio. Oh mein Gott. Nein, ich sag, das ist ein Jurel. Ja, dann schnappt euch mal die ganzen Items, die ihr haben wollt. Soll ich mir ein bisschen wünschen einfach? Wir haben in der Mitte das Versteck schon mal. Der Geist hat gerade, by the way, das Ding aufgemacht, das Zelt. Wir haben Interaktion und keine Fingerabdrücke. Ja, ich sehe keine Fingis. Keine Orks. Der ist wahrscheinlich hier hinten, wo Slendy ist. Oh, Kruzifix in meiner Hand abgefackelt. Das kein jetzt... Orbi. Der ist hier hinten, wo das Kruzi liegt. Da hat er es mir gerade angeknabbert. Okay, dann müssen wir mal gucken. Sehr aggro. Dip, dip. Hand, Hand. Hand, Leute, Hand. Ihr habt eine Hand. Einer ist schon tot. Wo ist der Geist? Ich sehe ihn nicht. Okay, er steht jetzt auf dem Zelt. Das heißt, er kriegt jetzt mega Line of Sight Speed. Irgendwelche Auffälligkeiten hier. Oh mein Gott, es sind wieder beide tot. Okay, bei 60 wird der Hand vorbei sein, glaube ich. Ah nee, die sind gestorben, der wird verlängert. Super. Ich denke mal, er ist da hinten irgendwo gespawnt. Ach ja, das wird jetzt dauern. Kein Phantom, wie er flackert. Ich glaube auch kein Oni, also Phantom ist raus. Der Challenge-Mode, der hat es echt in sich. Wie ihr seht, der Hand geht weiter und weiter, jetzt ist er fertig. Ja, ich bin blind und glaube, ich gehe gar nichts unterwegs. Sag mal, jetzt macht er das Licht kaputt. Was sagtest du? Blind und glaube ich irgendwie für uns nichts, aber es sind keine Orbs und es ist kein Phantom und kein Mimic. Ja, Phantom habe ich auch schon ausgeschlossen, weil der normal sichtbar ist. Aber hier hinten, hier ist es kalt, shit. Auch wegen meinem Foto, weil ich habe ein Foto gemacht. Aber es ist auch kein Orb. Er ist schnell. Oh. Er ist ziemlich schnell, er ist ziemlich schnell gerade gewesen. Er war ziemlich schnell. Okay, wer ist so schnell? Der war schon mega Speed, als der vor mir gespawnt ist. Jin wäre möglich. Habt ihr es gesehen, wie schnell der schon auf mich zukam? Der ist, glaube ich, ziemlich flott gewesen. Hallo, Ghosties. Also definitiv kein Phantom. Ich denke auch kein Oni. Den Shapeshift können wir als Geister eh nicht sehen. Der ist aber hier vorne gespawnt diesmal. Wo ist denn die Mara hin? Ich weiß es noch nicht, welcher das sein kann. Jin, Revenant. Hast du es gerade gesehen, wo der gespawnt ist? Und war der sehr weit weg von mir, als der auf mich los ist? Oder? Ja, eigentlich schon. War der hier? Der war hier. Okay, und ich war ungefähr hier, ne? An der Stelle war ich, als der loslegte, ne? Genau, ja, ja, ja. Könnte eventuell ein Jin sein. Ich denke mal nicht, dass das Revenant schnell war, ne? Das war jetzt nicht mega schnell, wie er auf mich zukam, aber schon schneller als normal, ne? Auf jeden Fall. Also er stand, ich tippe auch eher auf Jin. Ja, habe ich auch gerade eingetragen. Ich höre euch nicht, ne? Aber ja, sehe ich genauso. Ja, die denken. Ja, Spirit weiß ich nicht.
Nee, Spirit ist definitiv nicht. Der war jetzt nicht schnell genug für den Spirit. Ich denke mal, eventuell genau. Jin. Hantu glaube ich auch nicht. Nee, denke ich auch nicht. Ich denke auch eher an Jin. Also ich würde sagen, halt Spirit. Aber es sind keine Orbs. Was ist das hier? Hier, schaut mal. Ist das ein Polter? Guck mal. Ist das eine Polter-Interaktion? Ja, ich habe wie gesagt vorhin ja auch schon geguckt. Da ich oder ist das ein Event? Von der Geschwindigkeit würde ich... Von ist das ein Event? Hat er den Breaker ausgemacht? Dann ist es kein Djinn. Wenn die Lampen da aus sind, ist der Breaker aus. Stimmt. Aber war das hier ein Event? Ach, für die anderen sind tot. Ah. Ja. Der war kein Event, der hat doch direkt gehuntet. Der war kein Event. Nein, ich meine jetzt nach dem Hunt da, als er reingegangen ist. Hat so. Er sofort ein Event gemacht, der Geist? Ja, kommt da ein EMF 5? Das nee, kann sein. Das ist noch 3. Warte mal, ich habe ein Buch da hinten hingelegt. Vielleicht hat er ja reingeschrieben. Bevor ich gestorben bin, habe ich hier noch ein Buch irgendwo abgelegt. Also Fingis sind definitiv raus. Dann ist es ja kein Poltergeist. Wir würden jetzt fahren. Also ich zum Beispiel wähle eher den Djinn tatsächlich, weil er so extrem schnell war. Ich würde sagen, jeder macht wieder, wie er fühlt, weil wenn wir jetzt... Ja, exakt. Der war zu schnell vorhin. Aber auch nicht Moroi schnell, auch nicht Revenant schnell. Keine Ahnung. Hat er denn ins Buch geschrieben? Wo ist denn das Buch? Ich sehe es nicht. Mal schauen. Ich weiß es jetzt nicht genau. Es war tatsächlich ein Moroi. Doch ein Moroi. Oh mein Gott. Und ich war so am Überlegen. Das war doch nicht schnell genug für ein Moroi gewesen. Aber ich habe Revy eingetragen gehabt, weil der war wirklich sehr schnell auf mich zugeflitzt. Revy, aber dann hat er den Breaker gekillt. Deshalb dachte ich erst Jin. Aber ja. Ja, aber ein Revy hätte es auch nicht sein können, weil wir keine Orbs hatten. Ja, okay, wenn er wirklich einen Beweis versteckt, dann hätte es ja immer noch sein können. Und ich dachte eben da auf dem Board, das wäre so eine, vielleicht war das ein Event. Ich dachte, das wäre so ein Poltergeist-Ding gewesen. Aber ich dachte, doch, der war. Ist da zu schnell. Nee, das war tatsächlich ein Event. Er ist mir hinterhergerannt, als ich rausgelaufen bin. Ach so. Der kurze Zehner, das war ein Event. Da bin ich gerade rausgelaufen und er ist mir hinterher. Und ich habe noch gedacht, hä, wieso hantelt der und die Tür ist auf? Ich bin dann aber mal weg, ne? Ja, okay, danke für die Runden, dann bis demnächst. So, und da geht es ab in die nächste Runde. Wir sind jetzt zu dritt. Mal gucken, sterben. Wer jetzt wieder stirbt. Ja, jetzt heißt es wieder sterben. Motion Sensor, okay, den werden wir früher oder später automatisch triggern, weil wenn wir das Feuer kalten und da vorher Motion Sensors hin tun, wird das easy. Ich hoffe, der ist im Bad oder im Zelt, weil dann hat man immerhin einen klaren Raum, wo der ist und nicht irgendwo draußen in dem ganzen Path da. Oh, wir haben Sonnenwetter, das heißt, wir sehen auch immerhin mal was. Und in der Mitte die Verstecke sind da. Ja, es ging nicht anders. Was? Sie ist schon tot? Sie kam von da irgendwo. Okay, jetzt wird sie erstmal eine Ewigkeit handeln, weil einer tot ist. Ach ja, ich tue mir noch was zu trinken rein. Wenn sie mich jetzt gleich hier auch noch erwischt und hier einfach mal so, die kommen gerne hier einfach in die Hiding Spots rein. Grüß die, komm hier. Das bringt ja nichts. Grüß die. Ich höre das doch nicht, wenn sie aufhört. Ist sie fertig?
Hast du gesehen, wo sie herkam? Sie kam doch irgendwo von hierher, oder? Ja. Sei vorsichtig. Ich glaube, hier irgendwo kam sie her. Waker ist aus, kein Gin. So, okay. Ich habe hier, dachte, ich lenke die ab, weißt du? Damit ihr euch in Ruhe lasst. Ja, aber das macht sie nicht. Die Mara ist leider auch schon tot. Oh Mann. Das macht sie schon. Die reagiert da schon ein bisschen drauf, glaube ich. Wenn ich hier rufe. Ich weiß nicht. Ich saß ja in der Mitte im Versteck. Deshalb weiß ich es jetzt nicht genau. Also ich sehe hier kein EMF-5. Wo ist die arme Mara denn gestorben? Ich glaube, sie ist irgendwo in der Nähe vom Lagerfeuer gestorben, so wie sich das angehört hat. Nee. Traurig, traurig. Ich tue mal so, eine Kamera dahin und dann gucken wir mal, wo sie herkommt. Jetzt bin ich auch tot, jetzt sag ich dir. Ja, tot, tot. Scheiße, wo kam sie denn jetzt her? Hat sie mich hier gesehen? Ich darf nicht scoren, ich habe, glaube ich, was Elektronisches. Aber hier ist die UV-Lampe, wie ihr seht, kein Raiju. Nicht, dass es ein Meinung ist. Geh weg. Geh weg. Oh, shit, sie ist da hinten. Ich trau dem Versteck hier nicht, ganz ehrlich. Okay, sie wird jetzt wieder eine Ewigkeit handeln, weil ja wieder einer gestorben ist. Also diese Map, die ist so abartig schwer. Kruzi hat sie nicht aufgehalten. Das Kruzi hat sie nicht aufgehalten, also. Da kam sie her, okay. Okay, ich sehe es, wo du den Kegel wirfst. Ich versuche mal, einen Kruzi dahin zu legen. Ein Buch. Du alte Punze! Es ist tatsächlich eine alte Punze. Geh weg. Kein Double Back. Lass das Double Back sein. Nein. Ist das ein Omi? Siehst du mich immer oder was? Ich sehe gar nichts. Wie sie das Versteck da hinten absucht. Ich höre Zelte. Nein! Kein Oni, Airball-Event. Mach diese Tür auf. Ich hasse diese Tür. Uah. Also wirklich kein Oni. Auch kein Phantom. Das Flackern sah normal aus. Kerzen haben wir keine, ne? Ne. Okay. Nehmen wir mal das mit. Ich hoffe, die Kruzis, die blocken sie jetzt ein bisschen. Tun mal da eine Kamera in die Richtung halten. Sie könnte da hingewurmt sein. Kein Orb. Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? Show yourself. Are you here? Are you close? Are you friendly? Show yourself. Will ich mal sehen würde, wo die Kamera ist. MF2, okay. Okay, wir haben wahrscheinlich EMF5, wie es aussieht. Wraith. Könnte möglich sein, könnte möglich sein. Noch ein Buch da rein. Ich muss gucken.
gucken, ob es irgendwo friert. Wenn es dann wieder versucht zu handeln. Im Zweifel Wraith sagen, where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Show yourself. Raus, 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 raus. Ich glaube, das ist ein Wraith. Da ist schon wieder ein EMF-5 ohne Event. Das Salz ist noch unberührt. Ich denke mal, das ist eventuell ein Wraith. Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich den... Wie soll ich das andere Kutzi jetzt finden? Gucken, haben wir da Dots? Sie scheint gerne von der Stelle da zu handeln. Immer von der gleichen Stelle. Aber ein Wraith... Mein Gorio sieht man nur auf der Kamera, ne? Wart ihr das gerade mit dem Sensor? Where are you? Are you here? Läuft nicht in das Salz. Ich glaube, sie ist ein Wraith. Weil, sie spawnt ja immer da aus der Ecke raus. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig stehe. Oh mein Gott, ich bin so tot. Ich muss nach Fingis unbedingt schauen. Dort ins Zelt. In das lilane hier. So. Ich glaube, das war wieder ein wilder Wurf gerade. Okay. Schauen wir mal, ob sich da irgendwas Dotsartiges tut oder Orbartig. Salz auch noch ins Zelt. Werde ich machen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das vorhin der Geist war. Wart ihr das gerade mit dem Sensor? Okay. Aber der Geist, der läuft da irgendwie gar nicht in das Salz rein, obwohl er da draußen ja wohl eventuell manchmal ist. Ich tue noch eins ins Zelt. Tragt einfach schon mal Wraith ein, nur zur Sicherheit, falls ich jetzt gleich drauf gehe. Wraith würde uns, glaube ich, Box geben, aber ich sehe keine Dots. Das ist das Problem. Wir müssten Dots haben. Ich gucke nur mal kurz, ob sich was mit den Dots tut. Oh, ich glaube, ich habe gerade Dots gesehen. Okay, ist sehr wahrscheinlich ein Wraith dann. Gorio müsste ich testen. Ich muss gucken, ob die Dots live sichtbar sind, wegen Gorio. Das müsste ich auch von hier draußen können eigentlich, oder? Eben eine sehr weite Entfernung und schwer zu sehen. Na komm, lauf in die Dots. Oh, es ist ein Gorio. Ich habe die auf der Kamera gesehen, aber nicht in echt. Und er hat wieder versucht zu handeln. Es ist ein Gorio, kein Wraith. Okay. Also Gorio und Abfahrt. Gorio und dann 3, 2, 1, go.
Ich mach das extra so langsam, damit die anderen auch noch ein bisschen Zeit haben, das auch einzutragen, damit sie das Journal öffnen können, reingucken können, weil sie hatten vielleicht vorhin Wraith drin. Aber wie er überhaupt nicht durch Salz gelaufen ist. Es ist natürlich verwirrend, wenn die anderen auch durch den Sensor laufen. 2 von 3. Oh mein Gott, gut, dass ich nochmal geguckt habe, weil es irritiert wirklich sehr, wenn, wenn man nicht weiß, war das jetzt der Geist im Sensor oder wart ihr das gewesen? Ja, das war vorhin auch keine Absicht von mir, dass ich durch den Sensor laufen. Nee, ist kein Problem. Du weißt ja auch nicht immer direkt, wo ich die hin tue und dann läufst du da einfach durch. Ist auch nicht schlimm. Nur deshalb musste ich eben immer doppelt schauen. Musste ich auch immer fragen, wart ihr das oder war das der Geist? Deswegen habe ich halt auch immer was zum Werfen. Ne? Und ich habe jetzt vorhin halt nochmal schnell gesehen, oh, er ist doch nochmal ins Salz gelaufen, da im Zelt. Ja, ich habe ja noch nach Goryeo geschaut. Ich glaube, du bist dann immer extra so durch den Sensor hin und her gelaufen, damit ich darauf achte, ne? Nee, ich bin gar nicht mehr irgendwo durchgelaufen. Ich stand dann eben die ganze Zeit an der Ecke vom Zelt und habe dann reingeguckt. Also bei mir war die Tür vom Zelt die ganze Zeit zu. Und deswegen stand ich so an der Seite, dass ich vom Fenster vom Zelt die Füße sehen konnte. Ah, okay. Und da habe ich dann auch gesehen, dass er in den Sensor reingetreten ist. Ah, okay. Kiki, hast du es auch noch geschafft, Goryeo einzutragen oder war ich zu schnell abgefahren? Nee, habe ich direkt eingetragen. Alles gut. Ja, weil ich habe das nämlich nochmal von draußen angeguckt. Zum Glück konnte ich das von draußen sehen. Und ich habe nämlich die Dots nur auf der Kamera gesehen und nicht live. Deshalb dachte ich, ich gucke lieber nochmal nach. Aber das EMF5, das habe ich auf dem Board abgelesen. Und wenn man tot ist, sieht man ja leider die Dots eh nicht. Nee, die Dots sieht man als Toter nicht und man sieht auch nicht den Shapeshift vom Obacke, wenn der huntet, sieht man als Toter auch nicht. Ich glaube, man kann nur das Buch sehen und EMF5, wenn das EMF doch, auf dem Boden liegt, das sieht. Das habe ich aber tot schon mal gesehen, den Shapeshift. Okay, ich habe gehört, dass, dass man das gar nicht sehen kann, wenn man tot ist, den Shapeshift. Man kann einen Phantom erkennen, wenn man tot ist, aber nicht den Shapeshift. Doch, das habe ich letztes Mal gesehen. Okay, dann haben die wohl irgendwas verkackt. Weil eigentlich sollte es, glaube ich, nicht sein. Dann haben sie was verkackt da. Auf jeden Fall bin ich noch nie so oft gestorben wie jetzt. Ja, du hast ja gesehen, ich bin auch nur gestorben und hatte die Geister immer nur trotzdem richtig, aber bin auch immer gestorben. Und witzigerweise, ich hatte doch erzählt, bei mir steht nicht mehr am häufigsten gestorben Demon. Jetzt steht er wieder da. Warum auch immer, aber er steht da wieder. Ja, die guten alten Demons. Böser Demon, böse. Okay, Kiki, dann gehen wir auf Ready. Ich habe übrigens meinen 3 von 3, aber ihr braucht noch 2, glaube ich, ne? Ein. Ich brauche nur noch einen. Kiki, wie viel brauchst du noch richtig? Ich glaube... Wo steht das? Was meinst du jetzt? Ich weiß ja, was du meinst. Für den Challenge-Mode, wenn du hier an dem Board einfach auf das Auge gehst, neben Challenge-Mode. Oder du kannst auch bei den wöchentlichen Aufgaben hier gucken, auf dem Ding. Das unterste, ob das bei Drittel ist oder über Drittel. Oder über 2/3. Also, wir hüpfen in die nächste Runde. So. Und es geht in die nächste Runde Massensterben. Da sind wir wieder. Breaker ist ja eh mal im gleichen Spot. Foto vom Geist, Parabol, Kruzi. Das könnten wir alles schaffen. Könnten wir, ja. Wenn es ein gnädiger Geist ist. Wenn es jetzt so ein Diochen oder so ist, eventuell. Also Moroi merken, wenn er einen sieht, der kriegt richtig übel Speed. Ja, klar. Wenn er einen nicht sieht, dann hat er richtig übel... Nee, warte mal, das war der Deo. Ja, der Moroi, der hat richtig übel Speed. Der hat auch Line-of-Sight-Beschleunigung, selbst wenn er Mega-Speed hat. Der Thay und der Hantu, die haben das nicht. Selbst wenn die mega schnell sind, die werden nicht schneller, wenn sie dich sehen. Das kann nur der Moroi. Deshalb ist er auch so gefährlich. Okay, bereit zum Sterben? Klar. Ab in den Tod! Juhu! Hallo, Geist! Hier vorne. Ach, das war ein Event, schön. Wo ist, was heißt hier vorne? Hier, bei diesen weißen Sachen. Hier! Genau. Oh, das ist ein Polti! Polti! Gut, dann lass uns gleich mal gehen. Abfahrt, es ist ein Polti. Habt ihr die Explosion gesehen? Jo. Dann wollen wir mal gleich den Polti eintragen. Oder meine ich das nur? Das war doch voll die Explosion gerade, ne? Ich hab das auch gesehen. Ich hab auch gesehen, wie er gerade alles rumgeworfen hat. Okay, Poltergeist eintragen und Abfahrt. Ja, da siehst du ihn, den Spike, hier, wie er wieder runtergeht. Ja. Das ist die, der hat ein Multithrow gemacht. Okay, hast du Poltergeist, Kiki? Ja.
Okay, Abfahrt. Das ging ja schnell. Unsere schnellste Runde ever. Wir gehen rein, Event, Multithrow. Wer, das ist jetzt ein scheiß Mimik. Das kann nämlich nur sein. Die schnellste Runde, die wir beide zum Beispiel schon mal hatten, war irgendwie 1 Minute 30. Mal gucken, wie lange die hier ging. Also, einmal Fähigkeit benutzt, genau 1 Minute. 56 Sekunden. Also, der war... Bei mir steht 56. Also, ich gucke immer auf die Geisterzeit. Sekunden. Er war außerhalb seinem Lieblingsraum für 51 Sekunden und 9 Minuten in seinem Lieblingsraum. Diese Zeit nehme ich immer vom Geist, weil das ist die, wo der Geist aktiviert wird. Und bei mir steht gesamte Dauer der Untersuchung 56 Minuten, 56 Sekunden. Okay, dann ist die Dauer wohl kürzer als der Geist, wie er sich verhält. Ist ja komisch, weil hier steht außerhalb vom Lieblingsraum 9 Sekunden, im Lieblingsraum 9 Sekunden, außerhalb 51, ergibt ja dann 1 Minute. Hey, yay, ich hab sie vollständig. Ja, dann genieß mal das ganze Geld und dann müssen wir nur noch... Ich hoffe, wir kriegen jetzt nochmal so einen coolen Geist. Vielleicht so ein Meer, der sofort das Licht aufmacht. Das war jetzt ja easy, ne? Ja, wenn der instant seine Fähigkeit hergibt, ist ja gut. Ja, der war ja mal leicht. Ja, okay, Kiki, dann gehen wir auf Ready. Und wir haben alle überlebt! Yeah, die erste Runde, wo alle überlebt haben. Yeah. Oh, Mann. So, und dann hoffen wir mal, dass wir die jetzt auch noch schaffen. Bitte einen die Ohren. Bitte gib uns ein Deochen-Game. Ein Deochen oder. Mich auch. Also, es darf ruhig wieder ein Polti sein, der genau das Gleiche macht wie eben. Es kann auch meinetwegen ein Obacke sein. Das wäre ja auch noch okay. Wenn man den ums Feuer zieht, guckt man ihn ja an. Das würde auch noch einigermaßen in Ordnung sein. Der Polti war eben schon cool. Guck mal, das kann man sogar alles machen hier. Ja, Motion Sensor. Cool. Okay, dann wieder eine Runde sterben oder einen lieben Geist haben. Hallo Geist, bist du lieb? Wo sind Verstecke? Wo sind Verstecke? Die Fässer sind da und ich glaube da hinten die Kisten links an dem einen Zelt. Ja, aber die Fässer bringen ja nichts. Oh, hier links Richtung Slendy. Grünes Zelt beim grünes Zelt oder das Slendy, da bei Slendy zwischen Violett irgendwie da hinten auf jeden Fall. Hier das Grüne? Ja, muss nicht das Grüne sein, aber auf jeden Fall in diese Richtung. Das kann auch bei Slendy sein. Also Hand. Okay. Meiling! Ich werde jetzt zwar sterben dafür, dass ich es gesagt habe, aber falls ich jetzt nachher doch sterbe. Komm, werd langsamer. Hört ihr das? Der wirft Sachen, aber man hört keine Schritte. Geht es auf? Ja. Lebst du? Sag mal, meine ich das nur? Oder hast du das auch gehört? Als er weiter weg war, hast du keine Schritte mehr gehört, aber Sachen fliegen? Oder meine ich das nur? Ich glaube, das ist ein Meiling. Ja, war so. Dann lass uns, wir tragen Meiling ein, weil als ich da eben hinter dem Zelt war und er hier bei diesen weißen Zelten, habe ich das Zeug fliegen hören, aber keine Schritte. Das ist sehr wahrscheinlich ein Meiling. Dann lass uns Meiling eintragen. Ich hoffe, es ist jetzt kein Mimik. Und ansonsten, können wir das ja nochmal eine Runde machen. Ist ja egal. Okay. Also wir tragen Meiling an. Abfahrt in 3, 2, 1. Okay, mal schauen, ob es richtig ist. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich mich nicht verhört habe. Übrigens ja, ich benutze keine Kopfhörer.
Das ist meine 7.1-Anlage, auf die kann man sich eigentlich sehr gut verlassen. Selbstgebaute 7.1, das waren heute. Okay, ich nehme alles zurück, bitte, was ich gesagt habe. Oh Mann, schon wieder ein Polter, der aber nicht direkt die Fähigkeit benutzt hat. Mann! Bitte. Ich habe auch gesagt, wieder Polti. Oh Mann, aber der war gemein gewesen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das gleiche noch.